Hallihallo, willkommen zurück bei Brave Frontier Global, wo wir heute einen Haufen News haben. Und ich mich nur auf einmal höre, was echt nervig ist. Ich muss hier mal einfach Kabel wackeln, damit ich mich wieder richtig hören kann. Hoffentlich. Gleich, vielleicht. Oder mir ins Mikro. Na, klappt auch nicht, ich muss hier sprechen. Ja, ein Haufen News. Wir haben die Sibley Sisters momentan. Was jeder einen Tag lang liegt daran, dass wir danach deren 6-Sterne-Form bekommen. Und ich habe ja schon ein Review zu denen gemacht, guckt euch das gerne an. Da gehe ich genau auf die ein. Es lohnt sich auf jeden Fall von jeder von denen, wenn ihr den Einheitenplatz habt, eine Anima zusammen. Und da steht es dann, da werden sie dann ihre 6-Sterne-Form bekommen. Also, sie selbst sind jetzt alle nicht der Oberhammer, aber sie sind frei farmbar. Also lohnt es sich, sie mitzunehmen. Dann haben wir ein 30 Millionen Giveaway. Wir kriegen für die nächsten Tage jeweils ein Gem. Wir kommen eine Popular Units Up Campaign. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Und Evolution Dungeons sind alle da. Das ist ziemlich cool. Kann man alle mitnehmen. Und hier sieht man die Special Popular Summons Campaign Tag 1. Finde ich jetzt nicht so interessant. Was also interessant ist, ist Ezel, Kira und Kikuri. Die werden alle 7-Sterne-Form bekommen, beziehungsweise Kira hat sie schon. Aber man sieht, es ist immer nur eine der neuen 7-Sterne-Einheiten drin. Also man hat halt keine Chance zu sagen, okay, ich beschwöre für alle 7, sondern man kann sich halt alle 6, kann sich das also aussuchen, wo man was will. Und die erste Gruppe ist an sich nicht schlecht. Meine Arrows, Zelnite, Kula, das sind alles gute Einheiten. Und wie gesagt, Kikuri und Dronel, Elsa bekommen 7-Sterne-Form. Also die lohnen sich auf jeden Fall. Zweite Gruppe, die sie am meisten vertrieben haben, da haben wir Rosetta und Fiva drin, ansonsten mit Emaldia, Rogan, auch eine gute Gruppe, aber nur eine potenzielle 7-Sterne-Einheit drin, nämlich Fiva, also von dem, was wir bisher wissen. Dann Nummer 3, die fand ich ein bisschen interessant, da haben wir nämlich Priscilla und Alpha mit drin, die ich beide noch bräuchte, ansonsten Fang, von Fae und Fang, was ich ein bisschen doof finde, weil wir müssen den Dungeon wieder rausbringen. Aber ansonsten, ja, eine Lily Matter und ein Rignis für die, die noch brauchen. Aber auch hier nur eine potenzielle 7-Sterne-Einheit, nämlich Alpha. Interessanter wird es hier. Diese Gruppe hat zwar auch nur eine potenzielle 7-Sterne-Einheit, nämlich Taser, aber hat ansonsten ein paar sehr, sehr interessante Sachen, die man nicht allzu oft sieht. Shearer, unheimlich wichtige Mitigation-Einheit. Und tatsächlich Shieder, der ja für Frontier Hunter auch sehr, sehr wichtig ist und wohl sonst nie wieder eine erhöhte Rate bekommen wird. Also der und Luca, also das sind tatsächlich eine, wo ich sagen würde, da lohnt es sich wohl noch ein bisschen. Dann das fünfte wird wohl die Gruppe der höchsten 7-Sterne-Potenzial. Da haben wir nämlich Tora selbst drin. 7-Sterne-Einheit momentan. Dazu Lava und Elimo, die beide eine 7-Sterne-Form bekommen, die beide unheimlich geil werden. Und dazu noch drei weitere Guna-Einheiten: Orna, Nasa und Elsa. Das sind also gerade Orna und Nasa sind welche, wo ich weiß, die werde ich noch lange verwenden. Und als letztes kriegen wir eine Gruppe mit Cannon. Und sonst als 7-Sterne-Potenzial nur Sephia. Ja, es sind ein Haufen interessanter Sachen drin. Bonus-Einheiten kriegt man. Alle 5 Beschwörungen werden in die Box geschickt und werden von diesen 36 Einheiten kommen, egal welche momentan gerade ist. Das ist tatsächlich ein bisschen interessant, denn das heißt, ihr habt quasi eine 1 zu 36 Chance, eure Einheit, die ihr von dem Badge haben wollt, nochmal als Bonus-Einheit zu bekommen. Das heißt, potenziell momentan vorhandene 7-Sterne-Einheiten habt ihr eine 1 zu 6 Chance, dass ihr eine aktuelle, also 6 zu 36, 1 zu 6 Chance, dass ihr eine der aktuellen 7-Sterne-Einheiten bekommt und ungefähr nochmal genauso viel, dass ihr eine der potenziellen neuen 7-Sterne-Einheiten, die nachentwickelbar sind, bekommen werdet. Also da muss ich tatsächlich sagen, das ist ein interessantes Feature da dran. Ich werde wahrscheinlich trotzdem mich dafür beschwören, weil ich habe das halt alles, was ich davon brauche. Aber für diejenigen, die es interessiert, da hat man durchaus nochmal eine Chance, 7-Sterne-Einheiten zu bekommen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so, ich will jetzt gerade Fever haben, beschwört für die Gruppe und stellt euch dann hin und nehmt dort das entsprechende Element noch mit. Oder die entsprechende Chance dafür halt dann auch die anderen zu bekommen durch die Box, so das würde ich sagen. Ansonsten ja, hier wie gesagt, Sibley Sisters. Ich habe mir heute tatsächlich nebenbei noch eine gefarmt, als ich Energie in der Mittagspause verbraten habe. Und habe noch nicht gecheckt, was für Type die hat. Ich habe auf jeden Fall schon eine da gehabt von der Feuer, das weiß ich. Das ist nämlich die hier, die ist schon ein bisschen gelevelt irgendwann, weil, keine Ahnung warum, ich dachte, irgendwann hatte ich mal die lustige Idee und habe es dann doch wieder abgebrochen. Die hier ist Oracle. Und bei denen, die ihr haben wollt, lohnt es sich auf jeden Fall, euch auch mehrere davon zu farmen als Babyfodder. Ich weiß, ich werde Licht und Dunkel mitnehmen, die fand ich interessant, wobei Licht davon die bessere Einheit ist. Und ich hatte mir noch irgendwo eine aufgeschrieben, die durchaus auch interessant war. Genau, die Donner-Einheit ist interessant, weil sie einen Spark-Buffer hat. Das ist durchaus nutzbar. Und wie gesagt, die Dark finde ich halt einfach cool. Und auf jeden Fall die Lichter. Also Licht und Donner sind die ich, denke ich, immer noch am meisten verwenden kann. Licht ist ziemlich cool wegen dem Babyfodder. Also da lohnt es sich dann durchaus mehrere zu beschwören, einfach damit man den Babyfodder da hat. Das heißt, zu beschwören, zu farmen. Kann ich euch nur nahelegen. Ansonsten haben wir eigentlich die gute News, die Highlight-News. Wir können jetzt wieder auf Raid klicken und werden nicht direkt wieder rausgekegelt.
Sie haben jetzt Raids zurückgebracht, noch keine weitere Welt und auch noch keine weitere Raid-Klasse, soweit ich weiß, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, hier wieder Raids zu machen. Was auch immer, nein, was denn will? Strategic Play, das klingt gut. Nein, nicht nur ein übliches Passwort. Spell on. Join Midway ist jetzt neu. Damit kann man nachjoinen. Das ist eine coole Sache. Und wir können hier noch aufschreiben. Auf. Oh, doch, jeder weiß, dass ich gerade brav am Aufnehmen bin. Auch wenn ich nicht erwarte, dass jetzt endlich wieder zujoint, was ist auch okay. Es geht ja mehr darum, dass wir es hier mal wieder testen und vorführen. Ich weiß auch gar nicht, was ich... Jetzt höre ich wieder auf einmal auf beiden Ohren. Sehr schön. Was ich zuletzt gemacht habe. Da war noch einer offen. Und da unten sind welche offen. Ich habe keine Ahnung, wie schwer das war. Aber man hat ja auch gesehen, es sind immer noch welche verbuggt. Da war ja das eine, wo das Icon noch nicht richtig da ist. Ich bin aber ehrlich gesagt schon froh, dass sie Raids momentan wieder offen haben. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, werde ich gestern gestreamt haben. Und wenn ich dann gedacht habe, auch vorher ein Infovideo rausgehauen haben, dass ich da raiden werde. Es lädt momentan noch alles noch recht lange, gefühlt. Was natürlich schon mal nervig ist, aber passiert. Hallo? Bist du zu dem Connecting? Ich meine, ich würde das jetzt echt gerne ein bisschen vorführen heute. Es sieht nicht so aus, als würde das Spiel wollen, dass ich euch heute ein bisschen Raids zeige hier. Doch jetzt, wow. Ich sollte mal kurz auf mein Team klicken. Einfach um zu sehen, wen wir als Freund mitnehmen. Da haben wir hier mal die schöne Auswahl. Wobei ich mich da wahrscheinlich für einen Fever-Freund entscheiden werde. Nein, das wollte ich nicht. Ist zwar schön, dass mein Free-to-Play-Account ist, aber brauchen wir nicht. Ich wollte eigentlich schauen, welche Fevers wir noch so zur Auswahl haben. Malice Jewel Herbsy, Heresy Orb. Das ist eine gute Kombo. Schön stark. Nehme ich. Items gucken. Ist nämlich ein bisschen her, dass ich zuletzt überhaupt drin war. Auffüllen. Ja, da oben fehlt noch was. Etwas, was ich hiervon unbedingt haben will? Ja, eigentlich nicht. Vielleicht klappen mittlerweile auch die Detektoren, ohne dass sie verbuggt sind. Ich habe es bisher noch nicht getraut, auszuprobieren. War da lieber vorsichtig. Und werde jetzt einfach mal... Jetzt habe ich mir mein Team immer noch angeguckt, was hier für überhaupt taugt. Wir haben keinen Heiler, aber wir haben eine Luca. Wir haben das. Ja, das sollte eigentlich tatsächlich eine gute, genug Schaden machen können. Ach, verdammt. Das ist wieder die Mission, wo ich einen Haufen Gegner habe. Die werde ich wahrscheinlich hier jetzt nicht hinbekommen. Und wir können jetzt hier im Terminal mal so einen Detektor ausprobieren. Vielleicht klappt das. Da sieht man schon mal, ob das geht. Ein Boss ist da. Sweet, dann können wir direkt in die Schlacht ziehen. Das Problem war, das letzte Mal, als ich hier unterwegs war, also die Quest gemacht habe, haben wir die mit zwei Leuten, glaube ich, in einem Stream gemacht. Und wir haben einfach die Gegner nicht gefunden. Und wenn, sind sie irgendwann abgehauen oder der Kampf wurde wieder angefangen. Also das war echt nervig pur. Aber mittlerweile mit 7 Sterneinheiten dürfte das Ganze deutlich einfacher werden auf jeden Fall und schneller gehen. Ich meine, wir haben da jetzt genug Schadenspotenzial und auch genug Babyproduktions- und Sparkpotenzial. Die Musik auf jeden Fall lauter und interessanter als sonst. Aber da kann ich mich auch täuschen. Ah, du darfst auch zuhauen. Ansonsten, ja, für die, die es interessiert, in der EU-Version ist momentan auch erhöhte Raten für die Kikuri-Gruppe. War jetzt nicht so überraschend, dass nachdem da die 6-Sterne-Form kommen, die halt auch noch erhöhte Raten bekommen. Eine war eigentlich klar.
Außerdem sind momentan alle ganz, ganz gehypt auf Global, dass sie doch auch den Geschwindigkeitsbattle haben wollen. Die Geschwindigkeitsfunktion, was ich persönlich ziemlich lustig finde, weil ne, ich spiele jetzt seit fast einem Jahr EU und habe mich dementsprechend lange da durchgebissen. Durch das alte EU, wo es ja von Anfang an, wo es auch noch damals noch richtig scheiße war, wo man wirklich nichts konnte und es ewig gedauert hat, bis man überhaupt etwas erreicht hat. Und mittlerweile sind die Leute aus Global auf ein paar der Features aus EU neidisch, weil die cooler sind. Muss ich sagen, finde ich schon echt lustig. So, machen wir dem. Wir machen dem ja gar keinen Schaden. Hallo? Will wir erstmal ein bisschen sparken? Meine, irgendwie, das ist schon ein bisschen sehr schwach. Oh Mann, aber das ist ein Multipart-Gegner. Das heißt, wir sollten in der Lage sein, einfach gleich gegen den SBB-Spam machen zu können. Und mit den Lebenspunkten, die wir haben, sollten wir eigentlich auch durchgehend sicher sein. Keine Effekte wegnehmen. Das ist natürlich frech. Da hat man es gerade irgendwo gesehen. Shira wurde ihr Statusunität und alles weggenommen. Aber ja, jetzt kann man das prinzipiell auch auto-battlen. Und es wird halt nur einfach dauern, bis wir den kaputt haben. Eigentlich habe ich gar keine Lust, das jetzt so lange bricht, alleine zu machen. Das ist das Einzige, wo es drin dran, wenn ich Raids eine Aufnahme mache. Wenn ich keinen dabei habe, ist es halt echt nichts los. Und ich darf das alles ja alleine durchstehen und das dauert halt echt. Gerade hier die höheren Raid-Class-Bosse sind halt schon echt aufwendig. Oh, dann macht er tatsächlich. Eieieiei. Hat er sie halt einem Schlag rausgehauen. Wie frech. Ich meine, mit Luca sollten wir hier dicke genug wieder vollheilen, da sehe ich kein Problem, aber wenn der sich oft genug hinstellt, die Einheiten umhaut, kann ich halt einfach nichts dagegen machen, wenn der Instant-Aktionen raushaut. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, dass Raids endlich wieder da sind. Es gab ja viele, die hatten schon spekuliert, vor allem, sobald Raids kommen, kriegen wir dann ja auch einen. Jetzt hat er allen weggenommen, das ist natürlich echt ätzend. Glaube ich, oder? Hat er allen? Nee, hat er nicht, das täuscht. Wir kriegen dann ja direkt Raid Class 4 und 5. Wo ich von vornherein gesagt habe, so, nee, ist unwahrscheinlich, warum sollten sie es direkt rausbringen? Die meisten Leute haben ja noch nicht mal Raid Class 1 bis 3 vernünftig durchspielen können von der Zeit her. Warum sollten sie sich hinstellen und uns jetzt schon Raid Class weitere geben? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist jetzt ja. Jetzt ist die Zeit, wo dann alle endlich mal ein bisschen für ein paar Wochen lang Raid spielen können, während nebenbei halt die Sibley Sisters und das Read Badge kommen. Das ist halt vom Content her genug los. Wir haben jetzt ja auch das extra Beschwörungsevent nochmal für die nächste Woche. So, da gibt es genug Möglichkeiten. Da werden sich dann die Leute dann schön nochmal Gems raushauen und Raids spielen können und Sibley Sisters farmen. So ist auch eine rundum gute Kombination eigentlich. Also von daher sehe ich nicht, warum sie hier schon Raid Class 4 und 5 raushauen sollten. Das wäre an der Stelle wirklich ein bisschen Verschwendung. Sie müssen ja schon so machen, dass sie den Content so rausbringen, dass die Leute ihn dann auch wirklich spielen. Und ich denke, bevor wir Raid Class 4 und 5 bekommen, werden wir auf jeden Fall erstmal Grand Quest bekommen. Die steht ja auch noch an. Und der Punkt ist halt, Gumi hat da schon hingeschrieben, wir bereiten uns auf Raid Class 4 und 5 vor. Weil es natürlich wesentlich cooler klingt, als zu sagen, ja, wir müssen mal die ganzen Fehler, die wir es ja bei Raid Class 3 gemacht haben, ausfixen. Das verkauft sich ja nicht so gut. Und irgendwie hat die Übertragung heute schon wieder Probleme. Dabei habe ich das mal extra fest sichergestellt, dass ich über Kabel drin bin. Ja. Aber das ist halt, ja, da, ich würde mich an ihrer Stelle auch nicht hinstellen und sagen, hey Leute, wir haben hier noch einen Fehler gemacht, wir müssen die jetzt erstmal beheben.
dafür nehmen wir euch das jetzt nochmal 2 Wochen weg, weil, beziehungsweise sie haben uns ja eh nur gesagt, das ist eine Woche und aus einer Woche wurden dann halt einfach 2, ohne dass man uns währenddessen mehr darüber gesagt hat. Aber es war halt klar, so dieses Jahr, das Raid Class 4 und 5 werden jetzt noch nicht kommen. Das wäre ja, da wären sie ja schön blöd. Ich denke, sie werden jetzt erstmal Sibley Sisters machen und da, und halt das Fire-Event für die 30 Millionen Downloads oder was das sind. Und ich glaube, Facebook-Likes sind da ja auch noch irgendwie was mit drin gewesen. Das habe ich jetzt gerade schon wieder fast vergessen. Aber da gab es, glaube ich, auch einen Burst-Frog für irgendwas und ein bisschen Kleinkram und so Sachen. Und wenn das durch ist, werden sie sich entweder hinstellen, das Read-Badge noch bringen oder dann hinstellen und die nächsten Frontier-Hunter rausbringen. Weil die waren ja am 6., glaube ich, war es fertig. Das heißt, gut, ist jetzt noch nicht allzu lange fertig, aber ist halt fertig. Und dementsprechend werden wir dann jetzt als nächstes irgendwie eine 1,5 Wochen später, oder 1,5 Wochen halt dann wieder die nächste Frontier Hunter Saison bekommen. Von daher wird das dann wieder anstehen. Und sie werden sich wohl nicht hinstellen, werden mitten während Frontier Hunter Raid Class 4 und 5 rausbringen. Das wäre, und würden sich ja ihre ganze Spieler zerschießen für das, was sie machen können. Also, das sehe ich beim besten Willen nicht. Und ja, dann steht halt irgendwann eigentlich erstmal Grand Quest an, bevor wir weiter Raid Classes bekommen. Weil nun mal Grand Quest halt noch gar nicht da ist. Und in Grand Quest kriegt man so Einheiten wie Karl 6-Sterne-Form und, warte mal, Saria bekommt man, doch, Saria bekommt man dahinter auch. Und Ground, das sind halt so Sachen, wo man sagen muss, okay, das wollen A, die Leute haben und B, es ist halt vom Power-Level her auch Dinge, die weit vor Raid Class 4 und 5 kommen. Oder zumindest vor Raid Class 5. Vor Raid Class 4 eigentlich auch schon. Also ich sehe da nicht, dass sie jetzt so schnell Raid Class 4 und 5 rausbringen. Wenn doch, wäre sie schon blöd. Sie sollen erstmal dafür sorgen, dass halt, wenn alle sich hingestellt haben, in Raid Class 3 gemütlich durch sind, genug Leute sich ihren, wie heißt das, Malice Jewel darüber gefarmt haben, und, oder mehrere im Normalfall, dann können sie sich halt hinstellen und können sagen, so, okay, jetzt kommt Raid Class 4, ihr kriegt jetzt Noah und dann weitere Möglichkeiten, dort bessere Sphären zu farmen. Also, wenn sie das zu schnell raushauen, wäre das halt einfach kontraproduktiv. Außerdem sollte ich gleich mal wieder kurz pausieren und schauen, was wir so an den Körperteilen von ihm bereits an Schaden gemacht haben. Einfach damit wir die ein bisschen Überblick darüber haben, wie lange das noch dauert und was dabei alles so ansteht. Da hat der Cannon gerade Dinge weggehauen. Und soweit ich das auf Reddit sehe, gibt es auch schon wieder Probleme damit, dass die Boss-Sachen sich nicht vernünftig abschließen lassen. So, von daher kann es auch sein, dass wir jetzt gerade einfach gar nichts erreichen. Der Arm ist schon fast weg. Ja, nur der Kopf hat noch so, und die Flügel haben so viel. Wir schauen mal hier unten, damit ihr mitbekommt, wie, wann da was kaputt geht. Ich hoffe, dass es eine von den Missionen ist, wo es reicht, dass wir einen der Bosse killen. Dann hätte ich es gut. Weil dann würde ich es fertig bekommen. Wenn es um alle geht, wird es wahrscheinlich zeitlich alleine nicht machbar sein, da alle zu töten. Was ja, es ist ja auch durchaus richtig, dass man Raid Class 3 nicht alleine, vor allen Dingen, also wenn ich jetzt ein Doppel-Maxwell-Team hätte, oder Doppel-Kira, weil wir ja auch Licht und Donner haben, dann sollte man in der Lage sein, hier viel Schaden schnell zu machen, den Boss vielleicht auch schnell wegzutöten. Aber solange wir hier mit einer Ken-Fever-Kombination arbeiten, sollten wir nicht in der Lage sein, alleine in 30 Minuten 3 oder 4 Bosse zu killen. Das ist schon richtig so, dass wir das nicht können. Und das wäre irgendwie quasi die höchste Raid-Klasse, die wir jetzt haben. Auch wenn wir alle schon wissen, dass Raid-Class 4 und 5 kommen wird und wie die werden. Aber wenn man die höchste Raid-Klasse, die es momentan gibt, einfach so durchgewinnen würde, wäre das halt echt falsch. Da ist schon richtig, dass das ein bisschen schwieriger ist. Dann machen wir mal gleich den linken Arm weg.
So, Ärmchen. Zeit zu sterben. Ja, ansonsten, da ich ja gerade so nichts zu tun habe, außer mir das anzugucken, kann ich noch ein bisschen aus EU erzählen. Da habe ich gestern Super Metal Parade gemacht. Und das war tatsächlich super unterhaltsam. Ich habe, glaube ich, innerhalb von einem Durchlauf, ich habe ein paar einiges an Gems eingesetzt dafür und habe innerhalb von einem Durchlauf, glaube ich, über 100 Einheiten insgesamt gesammelt. Also innerhalb von einer Stunde. Einfach weil ich da, weil es einfach so schnell geht. Man hat für einen Super Metal Parade Run 2 Minuten gebraucht. Das ist aber nichts. Also das ist, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Super Metal Parade haben sie sehr gut hinbekommen, Leute, das passt das Timing. Erhöhte Raten für mich momentan leider langweilig. Es hat einer unter den Videos geschrieben, ja Doc, warum soll das denn du beschwören? Es war doch klar, dass am Wochenende neue Einheiten kommen oder Raten. Und ja, aber es war halt klar, dass erhöhte Raten für das Kikuri Badge kommen werden, weil das Kikuri Badge nun mal das ist, was da gerade ihr 6-Sterne-Form bekommen hat. War halt klar, dass die kommen und von dem Badge habe ich alle, die ich brauche. Ich habe, glaube ich, sogar wirklich alle komplett mittlerweile. Von daher war das halt so ein, ja, dann kann ich auch das kurz im Video machen, um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Aber es war halt jetzt nicht so, ich sage mal so, ich muss jetzt diese Raten mitnehmen, sonst habe ich ein Problem. So, wir haben jetzt noch 2 Körperteile übrig von ihm. Das Gute ist aber, dass wir hier, dass wir Luca da haben. Das heißt, solange er uns trifft, werden wir auch immer noch genug wieder aufgefüllt bekommen, einfach weil wir ein bisschen was zurückbekommen darüber. Also von daher mache ich mir da auch wenig Sorgen, was Brave Bros Produktion und Auffüllung angeht. So, also wir sind jetzt echt ganz gut dabei. Und wie gesagt, da gefällt mir halt Luca mittlerweile richtig gut. Insgesamt muss ich sagen, so Vocaloids sind so, die Vocaloids sind allesamt gute Einheiten, hätte sich Gumi mal hingestellt und die vernünftig vermarketet. Weil die Ren und Lin, das war am Anfang dieses, aha, okay, ja, weiß man nicht wirklich, was die können, waren viel zurückhaltend. Dabei ist Len für die Arena richtig geil und Rin insgesamt eine ziemlich coole Anführereinheit, die mittlerweile doch einige verwenden, aber viele halt einfach nicht wissen, wie gut sie sind, weil es halt einfach nie irgendwie verbreitet wurde, dass man sich für die interessieren sollte. Dann, Luca ist richtig geil. Und die Feuer- und Wassereinheit werden, wenn sie 6-Sterne-Form haben, glaube ich, auch ziemlich gut. Einfach, weil man mit ihrem Leader-Skills richtig viel Potenzial hat, wenn man mit denen passend umgehen kann. Und wie gesagt, Luca, graduelle Heilung und Baby-Auffüllung von Angriff. Das ist einfach eine super geile Kombination mit 27 Angriff. Das ist eine super geile Einheit, die sich hier... Gut, sie wird, wenn Kikuri kommt, irgendwann durch Kikuri ersetzt werden. Weil Kikuri 7 Sterne den gleichen Effekt, was Brave Burst Auffüllung hat, aber einfach in allen Bereichen bessere Stats und bessere Babyproduktion. Aber bis dahin ist sie top und selbst danach kann man sie dann immer noch verwenden. So ist ja nicht, dass sie dann instant tot ist. Ich werde sie nur in meinem Hauptteam dann wahrscheinlich nicht mehr drin haben. Aber es wird sicher Events geben, wo man sie immer braucht. Zum Beispiel, wenn dann Grand Quest kommt für ein zweites Team. Oder wenn man ihren Anführerskill mit der Statusunität haben will. Und das ist halt so ein Punkt von, ja, die sind gut, diese Vocaloids, aber Gumi hat es einfach gar nicht drauf, die zu vermarkten. Gerade jetzt zuletzt die Wasser- und Feuereinheit war einfach dieses Jahr, wow, für die interessiert sich kein Arsch, weil keiner weiß, was sie können. Und ihr habt sie direkt nach den 7-Sterne-Einheiten rausgebracht, sodass sich einfach jeder auf die 7-Sterne-Einheiten konzentriert und auf die einfach einen Scheiß gibt. Na gut, ich habe ein bisschen Glück gehabt, ich habe währenddessen noch eine Tura bekommen und dann sehr schnell ausgebaut, aber das war halt nicht das, worauf man sich verlassen kann. Die Leute wollten halt mehr Chancen, bessere Chancen für 7-Sterne-Einheiten haben, weil sie damit unzufrieden waren. Und dann kriegst du halt Vocaloids davor gesetzt, bei denen du keine Ahnung hast, was die können. Oder wie gut sie hinterher wirklich wären. Du hast nur die Vermutung von dem, was aus den Daten rauskommt. Ist der Boss gerade abgehauen? Na super. Und das ist halt so ein, ja, wow, toll, großartig. Er ist nach oben irgendwo gerannt. Kann ich nochmal... das einsetzen, um ihn damit zu finden? Er ist bis dahin gerannt. Okay, das macht es einfach. Das macht es tatsächlich ziemlich einfach. Ja. Aber es ist halt so dieses, okay, ja, die Wolke-Leute-Einheit, sie wären gut, wenn Gumi nicht so unheimlich, unglaublich schlecht bei vermarkten diese Einheiten wäre. Und das ist halt echt bitter, weil sie hätten mit denen halt auch echt Geld machen können, weil die Leute gewusst hätten, wie geil deren Leader-Skills sind und dass diese Leader-Skills durchaus mit 7-Sterne-Einheiten mithalten können, wenn du sie einzusetzen weißt. Dann hätten auch mehr Leute für die beschworen, aber so ist auch dieses Jahr. Wow. Toll. Großartig. Keinen interessiert's.
Hättet ihr euch sparen können. Was soll, warum hat der. Warum soll ist der wieder so voll? Fug. Der ist ja fast komplett wieder voll. Nein! Und ich habe noch auf Weglaufen gedrückt. Ah, ich hasse es. Mir passiert es immer, dass wenn ich hier bin, dass ich anstatt auf Kämpfen. Beziehungsweise anstatt auf Auto. Wegrennen klicke. Und da wir keine Mitigation haben, kriegen wir jetzt natürlich auch gut was auf die Schnitt. Jetzt muss ich gleich erst wieder auf Kämpfen drücken, um wieder mit ihm in den Kampf zu kommen. Und mich dann nochmal mit ihm fast full life rumschlagen. Das ist halt echt kacke. Wie zur Zölle kommt der mit so vielen Lebenspunkten dahin? Abgesehen davon, dass es schon wieder ziemlich lange dauert jetzt. Vor euch will ich weglaufen, weil ihr seid irrelevant. Und Baby haben wir immer noch voll. Aber ich befürchte, es ist wieder irgendwo verbuggt. Wenn der Boss mit so vielen Lebenspunkten in der nächsten Stage wieder auftaucht, ist da halt auch etwas falsch. Er hätte eigentlich, ja, genauso tot, fast tot, wie wir ihn verlassen haben, hätte hier auftauchen müssen. Ein bisschen Heilung gestehe ich denen ja zu, aber fast komplett wieder voll an allen Stellen ist halt schon echt krass. Was wir eigentlich mal machen können. Ein bisschen Auto-Battle und dann irgendwann UBB raushauen. So einen schönen Fever. Wir machen jetzt richtig Schaden, UBB. Aber wir müssen halt dummerweise hier den kompletten Overdrive erstmal wieder voll bekommen, weil der von Kampf zu Kampf wieder zurückgesetzt wird. Das heißt, man kann sich nicht mehr sagen, okay, in den Kämpfen vorher baue ich den auf, sondern das ist hier halt wirklich für jeden einzelnen Kampf. Das heißt, man geht komplett ohne UBB in den Bosskampf rein, wie man hier gerade sieht. Man kann vielleicht, ich weiß nicht, ob man den beiden davor, den kleinen Mini-Gegner-Stages, den ein bisschen auffüllen kann, aber das ist die Zeit halt auch nicht wirklich wert. Dann kann man das auch halt dann hier an dem machen. Das kann noch ein bisschen dauern. Ja, dann kriegen wir alleine deswegen einen langen Part hin, weil ich einfach ewig für den Kampf hier brauche. Wow. Aus dem leckt es schon wieder. Was soll denn das? Ich habe extra den Anschluss per Kabel dran. Also kann es eigentlich gar nicht so schlimm lecken. Wir können das eigentlich jetzt mal Autobattle schon mal zwischenzeitlich pausieren, einfach nur um zu schauen, was denn die verschiedenen Teile so sagen. Wahrscheinlich die hier unten den meisten. Naja, nicht wirklich. Super. Dann kämpfen wir einfach weiter.
Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ne, Overdrive brauchen wir noch ein bisschen. Für Zeit habe ich noch 7 Minuten. Langsam wird das echt knapp hier drin. Und wie gesagt, das ist immer noch nicht zu 100% klar, ob das Boss dann auch töten wirklich funktioniert. Und Overdrive. Ich denke nicht, dass wir Overdrive diese Runde voll bekommen. Wir können trotzdem gleich mal wieder beenden, einfach um zu schauen, was passiert, wie weit wir kommen, was passiert. Und um den Fokus wieder davon wegzusetzen, weil es echt nervig ist, finde ich. Nur weil hier eh vom Schaden her nicht wirklich ein Fortschritt zu sehen ist an den verschiedensten Stellen, was ein bisschen schade ist. Wir haben immer seinen Part mit den meisten. Ich habe das Ding immer noch an. Habe ich es jetzt wieder angemacht oder wieder aus? Ich habe es jetzt. Jetzt habe ich es passend so. Den Part mit dem meisten HP haben wir jetzt soweit, dass er einen guten Schaden gehauen hat. Ich denke, wir haben den UBB voll. Was mich verleitet zu der Frage. Erstmal zur Frage vielleicht, warum soll hat die befreundete Fieber so unheimlich viel mehr HP. Ich meine, klar, da kommt 15% von Heresy Orb mit hinzu, aber der Rest ist schon krass. Und jetzt ist der Fokus ja wieder auf dem Kopf. Ich dachte, der wäre jetzt eigentlich gerade weg. Whatever. Alle Mann angreifen, wir müssen da jemanden wieder voll bekommen. Und dann nächste Runde auch die Fever als erste einsetzen, einfach weil Attack, Death und Recovery Buff davon sehr gut. Weil Shira überschreibt ihn ja wieder. Nicht egal, aber hoher Schaden. Ja, wir machen, ich glaube, ich probiere es einfach deswegen mal mit Auto Battle, weil ich wissen will, ob der Auto Battle auch den UBB triggert oder nicht. Das wäre echt interessant zu wissen. Der nimmt hier Breath Burst weg. Das war das. Also ich hatte das vorhin schon bei Shira gesehen, dass die nicht voll war und mir gedacht, aha, was ist das denn Interessantes? Das erklärt das natürlich. Und der hat alle weggenommen. Interessant, okay. Dann werden wir... die Reihenfolge... Ich hatte mir noch ein bisschen mehr davon erhofft, um ehrlich zu sein. Na gut, wir haben den rechten jetzt unter einem Viertel, aber trotzdem. Ja, doch langsam geht's. Also die Runden ziehen sich halt einfach mal nur. Aber so eine Runde dauert auch echt lange, bis wir alle unsere Angriffe in der Animation durch haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, doch, das hat jetzt ordentlich Schaden gemacht. Jetzt hoffen wir nur, dass er nicht wieder irgendein Ulti-Ding raushaut. Das Gute ist, wenn er das am Anfang macht mit dem Baby wegnehmen, werden wir wieder voll, wenn die Einheit danach noch 2-3 Mal getroffen wird. Teile sind gecursed. Er haut wieder ab. Ja, fuck, jetzt habe ich eigentlich keine Chance mehr. Abgesehen davon, dass es auch gerade wieder nicht an den Computer übertragen wird. Wow. Wow, Übertragungskabel, wow. Ich habe mir extra nochmal ein neues bestellt, aber das hilft mir auch nicht, wenn es noch nicht da ist. Er haut wieder dahin ab. Euch ignorieren wir, macht hin. Ich hab nicht mehr viel Zeit für euch. Haben wir jetzt fast eine ganze halbe Stunde dran gespielt. Ich würde das jetzt eigentlich echt gerne durchbekommen. So, gib mich Bosskampf.
Und Autobattle rein, davon, dass es schnell durchgeht. Ich denke, wir haben jetzt gleich ein Körperteil wohl kaputt, aber das hilft uns halt nicht dabei, dass wir den Rest noch umbringen müssen. Und es ist noch nicht immer eins kaputt. Nix. Ich befürchte, das wird nichts mehr. Schade eigentlich. Die Tatsache, dass das Ding weggerannt ist, war halt echt ein Problem. Wäre er nicht beim ersten Mal weggerannt, dann hätten wir ihn gehabt. Beim zweiten Mal wurde es knapp. Ja, jetzt brauche ich FIFA auch nicht weiter versorgen. Meine Tod ist sowieso. Und jetzt müsste eigentlich der Hinweis gleich kommen, wir haben es nicht geschafft. Bisher noch nicht, interessant. Jetzt haben wir 4 Leute weggenommen, ja, jetzt kommt die Meldung. Schade eigentlich. Muss ich wohl doch mal mit Support zusammen machen. Dann dürfte das einfacher werden. Aber ihr seht, Raid ist wieder da. Immer noch nicht wirklich gut, aber es ist wieder da. Haben eine Staffel gekriegt. Ich werde jetzt erstmal wieder raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet dann Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.